mein Name ist Frederik Eichstätt, ich habe Steve Wachalski bei mir. Hallo. Servus Steve. Hallo. Beim letzten Heimspiel gegen Borussia Bamberg, nach dem Spiel, war es dein Moment. Du warst auf dem Feld gestanden, die Fans alle Steve, Steve, Steve. Was fühlt man in so einem Moment? Es war überwältigend für mich. Man hat auch gesehen, dass ich, glaube ich, einen ziemlich emotionalen Abschied hatte. Ich musste mit den Tränen kämpfen, muss ich wirklich sagen, weil 4 Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe viele tolle Erinnerungen an diesen Verein, an diese Stadt, an diese Leute. Und dann, ja, wenn man in der Halle noch so verabschiedet wird, sage ich mal, das ist nicht so einfach. Was waren denn so die Momente, die so am meisten herausstechen für dich in Bayreuth? Ich wurde das schon mal gefragt, das ist schwer für mich zu sagen. Die sportlichen Erfolge natürlich, die Bayreuth eingefahren hatte, ich glaube, fast das Top 4 erreicht mit in der Champions League, dann zweimal super Saisons in den Playoffs gespielt und es gibt viele Momente. Meine erste Saison habe ich zum All-Star gemacht, konnte ich leider nicht teilnehmen, weil wegen der Geburt meines Sohnes, aber es gibt viele Momente, aber auch jetzt nicht nur was mit Basketball zu tun hat, auch so abseits des Spielfelds, tolle Leute kennengelernt, neue Freunde kennengelernt und ist viel zu viel zum Aufzählen jetzt. Du bist ja auch für die Fans ein sehr besonderer Spieler. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, Steve, die Rufe. Die hat eigentlich sonst kein Spieler aktiv in der Art und Weise, die immer wieder durch die ganze Halle schellen, wenn du eingewechselt wirst oder wenn du ins Spiel kommst oder wenn du an der Dreierlinie stehst und den Wurf nimmst. Wie würdest du dein Verhältnis zu den Fans hier beschreiben? Innig, sehr, sehr innig. Familiär würde ich schon fast sagen. Ja, ich habe viele Fans kennengelernt. Man kann schon eigentlich sagen, fast alle. Aber ja, wenn natürlich dann die ganzen Ovationen und das ganze Steve, wenn das durch die Halle schallt, das ist für mich natürlich ja, was ganz Besonderes. Das werde ich auch nie vergessen, mein ganzes Leben. Was wirst du denn am meisten vermissen an Bayreuth, wenn du nicht mehr da bist? Einfach die Stadt, die Leute, einfach die Oberfrankenhalle, die Atmosphäre bei den Spielen. Das ist, wir haben zwar nicht die größte Halle, aber ich glaube, wir haben mit die lauteste Halle in der ganzen Liga und das werde ich auf jeden Fall vermissen. Und zum Abschluss noch, was steht für Steve Wachalski als nächstes an? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt erstmal einen wichtigen Termin beim Darts. Ich werde jetzt am Dienstag operiert und danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Okay. Super, wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Und sagen danke. Danke.